Immer wieder passiert es, dass der Stromverbrauch von einem auf das andere Monat rasant nach oben geht. Wenn das passiert, ist das ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Aus diesem Grund sollten Sie die Stromrechnung immer kontrollieren. Bei Frau Ettelmeier aus Salzburg war das der Fall und sie hat sich an die Salzburger AG gewandt. Die Geschichte hat so begonnen, dass ich die Jahresabrechnung meiner Stromrechnung bekommen habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich eine Nachzahlung habe und meine Nachbarn, die wesentlich mehr Energieverbrauch haben, ein Guthaben bekommen haben. Auf das hinauf bin ich dann in die zur Salzburg AG, zum Kundenservice, wo ein sehr netter Herr mich gleich an die Energieberatungsstelle vermittelt hat. Habe dann am nächsten Tag sofort einen Anruf gekriegt vom Herrn Liedl, der gekommen ist, sich sämtliche Geräte in meinem Haushalt angeschaut hat, sie gemessen hat und dann sind wir draufgekommen, dass es um den Tiefkühler geht. Der Tiefkühler hat augenscheinlich gut gearbeitet, ist allerdings in die Jahre gekommen. Bei näherem Hinsehen wurde bemerkt, dass er ununterbrochen gekühlt hat. Die Frau Ettelmeier war sehr achtsam und wachsam. Im Zuge der Jahresabrechnung hat sie bemerkt, da ist ein Mehrverbrauch, den sie nicht erklären kann. Und hat sich dann an die Salzburger AG gewandt und die dortige Energieberatung hat sich das angenommen, hat es angeschaut und mit ihr gemeinsam das Problem erkannt. Das Gerät hat gearbeitet, hat gut gefroren. Von der Vereisung ist mir eigentlich auch nichts aufgefallen, weil alle 3 Monate in etwa habe ich den Gefrierschrank enteist, so wie es eigentlich durch die ganzen letzten Jahre gewohnt war. Aber offensichtlich, eben der Herr Liedl hat gemeint, das wäre auch zu viel. Bei einem modernen Gerät genügt es einmal im Jahr. Also es waren hinten auch für mich natürlich schon Auffälligkeiten, weil mich der Fachmann informiert hat und darauf aufmerksam gemacht hat. Im Zuge der Energieberatung wurde festgestellt, dass der Gefrierschrank innerhalb von 6 Tagen einen enorm hohen Energieverbrauch hat, über 100 Kilowattstunden. Das würde bedeuten, im Jahr mehrere 1000 Kilowattstunden. Also ein Haushalt hat üblicherweise 3000, 3500 Kilowattstunden, ein kleinerer Haushalt 1500. Die Lösung des Problems war in diesem Fall der Austausch des Gerätes auf ein neues, denn ein neuer hocheffizienter Tiefkühler braucht in etwa 100 Kilowattstunden. Wenn Sie ebenfalls Fragen zu unerklärlichen Energieverbräuchen haben, dann kontaktieren Sie uns einfach.